Links ist die Bremse, rechts das Gas. Doch gefährlich wird es, wenn Autofahrer beides verwechseln. So ist es jetzt offenbar zwei Autofahrern im Emsland und Schwarzwald passiert. Eine 83-jährige Frau kommt erst im Wartezimmer einer Arztpraxis zum Stehen und ein 71-jähriger Mann durchbricht mit seinem Wagen eine Garagenmauer. Kurz vor dem Bach kommt das Auto zum Stehen. Vermutlich hat der Fahrer die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Ungebremst durchbricht der 71-jährige Fahrer die Mauer seiner Garage. Der Fahrer selber war im Fußraum mit den Füßen am Pedal eingeklemmt. Den haben wir mit der Rettungsschere befreit. Eigentlich wollte der rüstige Senior sein Auto nur in die Garage setzen, als er dann die Pedalen verwechselt. Es kommt ab und zu mal vor, dass bei Automatikautos, wie das jetzt eins war, ab und zu mal das Fahrzeug Bewegungen macht, wo es eigentlich nicht soll. Es sollte nicht zur Regel werden, aber ab und zu passiert sowas doch. In Norddeutschland ging ein ähnlicher Unfall nicht so glimpflich aus. Eine 83-Jährige fährt mit voller Wucht in eine Arztpraxis. Eine Frau wird dabei schwer verletzt. Aus bislang vollkommen ungeklärter Ursache beschleunigte sie ihr Fahrzeug plötzlich auf dem Parkplatz so stark, dass sie durch die Glasfront der Arztpraxis ins Wartezimmer der Praxis eingefahren ist. Dort erfasste sie eine 45-jährige Patientin, die dort auf eine Behandlung wartete. Diese wurde gegen eine Wand geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Die anderen Patienten kamen mit dem Schock davon, genauso wie die 83-jährige Fahrerin. Jetzt muss geklärt werden, wie es genau zu diesem Unfall kommen konnte.